Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Wir brechen erstmal ab, dass wir hier die Torte in uns hineinfressen wie nichts. So, wir hatten nämlich gerade Geburtstag gefeiert mit meinem Sim. Heute ist Danik dann dran. Ja, das wird ja auch wieder sehr toll alles hier. Das müssen wir dann wieder alles hinkriegen. So, hier hat auf jeden Fall der Hausservice als nächstes was zu tun. Das ist ganz praktisch. So, Danik ist nochmal auf dem Klo und geht dann. Das ist schön. Geht dann auch ins Bett, dann passt das. Moment. Okay, das sind noch Gäste, die noch hier sind, weil er ist ja auch noch hier. Ich sehe schon kommen, dass wir den nicht wieder loswerden, ne? Oh, fuck. Nein, 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 geh mal nicht die Mama aufwecken. Bitten, das Monster unterm Bett einzusprühen. Du kannst gleich ihn hier nehmen. Der ist nämlich gleich da. Macht ihr das jetzt? Hallo? Hallo? Sprüh das Monster unterm Bett ein. Bitte. Dann halt nicht. Dann geh halt die Toilette verwenden und duschen. Ist die halt total müde. Oh, ja, muss dann in der Schule sein. Ich muss Programmieren noch machen. Aber ich muss ja eh noch irgendwas machen, ne? Ein Virus oder ein Plugin programmieren. Wir machen mal das Plugin. So, jetzt haben wir unseren Hausherrn wieder hier, der uns hier die ganzen Sachen bereitwillig abwäscht und so. So, das ist unsere sichere Quelle hier, damit wir den Gärtner und die Haustante hier bezahlen können. So, müssten auch nicht langsam mal die geerntet werden können? Nein, werden sie nicht können. Okay. Dann steh mal auf und geh mal programmieren. Ja, dann kannst du jetzt halt was essen, ne? So, nimm dir mal davon ein Gericht. Was ist mit der Katze los? Die stirbt doch jetzt nicht, oder? Was hat die Katze? Oh nein. Ich will dieses Geräusch nicht hören, wenn meine Katze da ist. Verdammt. Zur Tierklinik bringen, okay. Hat sie frei heute oder was? Nee, sie muss in 27 Minuten zur Arbeit, alles klar. Ja, hör mal auf zu essen, du gehst jetzt mal zum Unterricht. Und wir werden die Katze jetzt mal zum Tierarzt bringen, oder? Wenn die schon Sterngucker hier hat, oder was das ist, ey. Mensch, ich war noch nie mit einer Katze beim Tierarzt, aber gut, dass wir das mal machen. Hospital, oder wie heißt das? Ist auch geil. So. Ich denke, wir kommen hier gut hin mit der Zeit diesmal. Letztes Mal war es ja ein bisschen zu lange. Danik ist in der Tagespflege. So. Mira zur Behandlung anmelden. Wir können Tierobjekte kaufen. Geil. Kommt bald ein Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu untersuchen und zu behandeln. Bitte hab ein wenig Geduld. Ich sehe hier keinen, ehrlich gesagt, keinen Arzt. Nee, 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 nee. Wir streicheln unsere Katze erstmal. Dann geben wir ihren Kuss und trösten vielleicht die Katze. Hallo? Trösten, nicht bürsten. Da, trösten. Oh je.
Una Turb? Oh Mann, die arme Katze. Tierbesitzerin. Das Tierarzt? Nein. Umarmen. Oh, eine flauschige Katze. Kümmern wir uns doch mal um unsere arme Katze hier. Küssen. Streicheln. Kiara Balansif. Spamen. Baribi. Dumse. Tierarzt. Warum ist die zuerst dran? Wir haben uns zuerst angemeldet. Das finde ich nicht okay. Das fährt nach unten und nach oben. Ist das geil. Nee, wir gehen da mal besser nicht ran. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir melden uns krank bei der Arbeit, oder? Klingt doch nicht fröhlich, du dumme Trotteltante, ey. Du hörst dich aber gar nicht krank an. Komm zur Arbeit oder du verlierst deinen Job. Ja, super. Das können wir jetzt ja schlecht machen, ne? Hallo, unsere Katze ist hier gefühlt am Sterben. Willst du mich verarschen? Geh zur Schule. Du bist eine Einser-Grundschülerin. Mach jetzt hier... So, was mache ich mit dieser Katze jetzt? Ja, wir feiern Daniks Geburtstag auch, aber irgendwie müssen wir jetzt ja hier mit der Katze mal, ne? Hallo? Nein! Wenn meine Katze jetzt stirbt, weil die sich hier prügeln, ne? Hallo? Oh, das habt ihr aber süß gemacht. So, jetzt nimmt sie die Katze. Zuschauen. Boah, da muss ich auch zuschauen. Moment. Cool. Ja, was hat unsere Katze denn, hä? Ach du Scheiße! Ja, ich kann mir das andere nicht leisten, ne? Oh nein, die arme Katze. Wir loben unsere Katze erstmal und gehen dann nach Hause. Oh nein. Oh nein, unsere Katze, ey, die tut mir voll leid. Das war so nicht geplant. Es tut mir leid, Mira, wirklich. Okay, und jetzt gehen wir zur Arbeit. Wir tun mal so, als ob wir nicht zu spät kommen oder so. Mal schauen, ob es jetzt Stress gibt vom Boss. Oh Mann. Ja, alles klar.
Am besten gehst du jetzt erstmal zur Arbeit. Und Daniel schicken wir zur Tagespflege. Und wenn du wiederkommst von der Arbeit. So. Oh Mann. Unsere arme Katze. Ah ja, ist von der Schule zurück. Das ist schön. Und sie fällt gleich um. Das ist nicht so schön. Das heißt, deswegen geht sie jetzt erstmal ins Bett. So, wir haben aber unsere Leistungen doch nicht so ganz gerettet. Aber egal. Unsere arme Katze, ey. So, ich habe Geld verdient, das ist schön. Ich werde jetzt eine Torte kochen, backen für Danik. So, was ist mit dir? Ey, dir fehlt mega Spaß. So, am besten isst du jetzt erst nochmal hier das Omelett. Einfach, weil es ja jetzt gerade rumsteht. Dann darfst du nochmal mit dem Lama malen, weil ich glaube, dir fehlt. Okay, Töpfchen fehlt noch. Dann kannst du halt so aufs Töpfchen gehen danach. Junge, wo gehst du denn hin, bitte? Nein, ich will nicht irgendwie abhängen oder so. Okay, jetzt können wir aber Geburtstagsverzierung hinzufügen. So. Ja. Wir können hier auf einmal ernten. Auf einmal. Auf jeden Fall ernten. So, Danik muss auf jeden Fall nochmal aufs Töpfchen gehen. Die Katze steht im Sch sch schläft im Schla schläft im Stehen ein, so rum. Dann machen wir nochmal einen Salat. Nein, du gehst nicht schlafen. So, und wenn du fertig bist, gehst du mal hier hin. So, wir rufen schon mal die Familienversammlung ein. Du darfst dich nämlich hier hinsetzen. Ja, mach das ruhig weiter. Jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Ich dreh durch. Dann mach's hier weiter. Geht das? Kannst du es hier weitermachen? Auch nicht. Da leg's halt weg. Hat er jetzt Level 3 erreicht? Ja, hat er. Perfekt. Okay, du darfst. Danik helfen, die Kerzen auszublasen. So, auf jeden Fall zusammen sitzen alle. Ja, setzt euch mal zusammen hin. Was machst du jetzt? Digge. Okay. Nein, ihr bleibt da noch mal sitzen, bitte, ja? Hallo, Alte. Jetzt helf deinem Kind, die Kerzen auszublasen. Warte, ich resette dich auch noch mal. Na komm schon. Hallo, Schiedfenster. Schiedfenster. Geht nicht, dann halt nicht. Prost Mahlzeit, das funktioniert super. Ja, jetzt bleibt doch mal sitzen, Leute. Mann, ich möchte doch nur, dass dieses Kind einen tollen Geburtstag hat. Ja, das ist schön so. Erstmal vor dem Geburtstagskind ein Tortenstück nehmen, ne? So, Danik ist älter geworden. Ich möchte, dass Danik ein kreativer Junge wird. Und dafür ist er schon mal kreativ. So, sehr schön. Jetzt darfst du ihn noch mal umarmen.
Er hat ja Geburtstag, ne? Kann man ihm hier nicht gratulieren jetzt? Ich guck mal. Von Tortenschwärmen. Nein, man kann ihm nicht gratulieren. Super toll, ey. Dann umarm ihn halt einfach. Nimm dir ein Stück. So, wir verkaufen jetzt mal ganz schnell den hier. Ultraknall-Esszimmertisch. Was steht der jetzt da dran? Warte. Ach, wir brauchen den ja gar nicht so. Hast du den jetzt schon liebevoll umarmt? Ich weiß es nicht. Versuchen zu beruhigen. Liebe ausdrücken. Oh. Nehmen wir ein Stück Kuchen. Das wird schon. Einfach immer. So, du nimmst dir auch ein Stück Kuchen. So, über Schule reden. Um Tipp-Tipps bitten. So, ich stehe hier einfach, ne? Ist kein Problem. So, mein Sim, der fällt hier aber gleich um. Deshalb schicke ich den jetzt mal schlafen. So, ich habe jetzt hier noch Millionen von den Dingern eingesammelt gefühlt. So. Okay, dann halt nicht. Dann werden wir diese Familienversammlung vielleicht auch gleich schon beenden. So. Dann gehst du nämlich mal auf die Toilette, schnell duschen und dann schlafen. So, und bei Danik hängt sich das Spiel natürlich auf. Also nee, das sollte es natürlich nicht. Ich wollte erstmal Tag machen. Wir verkaufen das einfach. Können wir ja eigentlich lassen, so diese Wand. Frage ist nur, wo wir sein Bett hinstellen, ne? Eigentlich wäre hier so passend. Das machen wir auch mal. Ja, was nehmen wir denn mal für ihn? Auch so eins. So, wir gucken mal. Die Sache ist, jetzt auch ein grünes zu finden, ne? Wir könnten auch das hier nehmen. Aber das passt hier so von den Farben auch einfach nicht. Ja, das sieht einfach nicht jugendhaft aus. Okay, wir stellen jetzt einfach mal schwarze Möbel bei ihm rein, würde ich sagen. So, der kriegt jetzt erstmal ein teures Bett hier, ne? Ganz. Stellen wir ihm das hier mal hin. Ja, das Zimmer ist echt doof aufgeteilt irgendwie, muss ich echt mal sagen. So, dann gibt es hier aber noch das Foto, wo Mama und Papa mit drauf sind. So. Dann stellen wir doch hier den Dino hin. Ich würde nämlich auch gerne noch diesen Schreibtisch dahin bauen. Den eigentlich in schwarz, ich glaube nicht, ne? Ja, jetzt finde mal den richtigen Schreibtisch. Ja, ich würde jetzt erstmal den hier einfach nehmen. So. Ich
finde, die Vorhänge passen irgendwie nicht mehr so ganz. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was man sonst für Vorhänge nehmen soll. Man könnte die hier nehmen. Aber die sehen halt hässlich aus, ne? Und hässliche Sachen will ich mir auch eigentlich nicht hinhängen, ehrlich gesagt. So, haben wir das nochmal in der kleineren Variante? Ja, ne? Aber das haben wir dann wieder nicht in dem Grün, in dem ich es haben möchte. Das ist natürlich schlecht. Das Problem ist jetzt natürlich... Ich mach das weg, das ist doof. Vielleicht sowas hier einfach. Oh halt, das können wir nicht platzieren, weil das hat Livos nicht. Ja. Was nehme ich denn nur? Ja, oder wir nehmen halt einfach den hier, ne? Das geht auch. Ja, aber hier hinten sieht das doof aus. Wir können es auch halt einfach hier ein Fenster lassen. Dann lassen wir das halt einfach so. So. Ich würde jetzt noch gerne, weil der hat ja auch so noch so andere Spielsachen, womit gerade auch Kinder spielen können. Und zwar diesen Kreativtisch, wenn ich ihn mal finde. Glaube ich hier mit bei, ne? Ja. So. Wir nehmen ruhig mal den in Grün. Dieser Dino muss irgendwie weichen. Wir stellen den Tisch in den Dino, das ist auch ein guter Plan. So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, so. Ich möchte, dass das Kind ein Musikinstrument lernt. Ich finde, das passt so zu ihm. Ja, und die Deko mache ich erstmal weg. Und wir spielen jetzt noch mal ein bisschen und hoffen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und dann werde ich da noch mal ein, ja, sowas wie ein Kleinkart machen und das dann in Ruhe machen. Jetzt kann dieses Kinderhaus auch eigentlich weg. Wobei, gibt es das in Schwarz? Ja, das sieht schon wieder besser aus. Nehmen wir es mal in Schwarz. Wir müssen ja kein neues nehmen, ne? Wir können ja das nehmen und einfach schwarz machen. So. Dann machen wir hier mal dieses Bilddings hin. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Dann darfst du jetzt hier erstmal das Bett beanspruchen und dann schlafen gehen. Und du bist auch schon versorgt. Und du auch, genau. Hatte ich ja alles gemacht. So, Danek hat jetzt ein schönes Zimmer. Der Teppich schwarz wäre auch cool, ne? Oder hier so eine schwarze Wand oder so ein beigen Teppich vielleicht. Oder so grünlich wäre halt auch schön. Aber wir haben halt echt kack Grüntöne für einen Teppich. So, sie muss irgendwie dringend aufs Klo. Okay, aber du gehst trotzdem nochmal schlafen. Braucht Vergnügen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
So, wir machen jetzt aber erstmal, dass du hier ein bisschen schlafen kannst. Dann darfst du mal My Sims Go spielen und dann programmieren. Und zwar dein Plugin weiter programmieren. So, du darfst. Am besten machst du das unten. Toilette verwenden. Ah, nimm mal eine erfrischende Dusche, weil du bist ja der sportlichere Teil hier in der Familie. Dann das. Ach du Scheiße. Aya macht eine Phase durch. Na super. Ja, das kommt ja mit dazu. Das habe ich voll vergessen. Gut, dann machst du mal hier oben. Nachdenklich duschen. Wie viel sind noch übrig? Drei. In Lunchpaket stecken. So, und hier darfst du dir mal arme Ritter rausnehmen. So, und du hast jetzt auch noch was fürs Lunchpaket. So, und du darfst dir dann mal das hier rausnehmen. Wir schmeißen das mal in Müll. Wir schmeißen jetzt hier einfach alles gnadenlos in den Müll. So. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe jetzt einfach Liv auf seine Seite mal mitbepflanzt. Allein des Geldes wegen. Oh, der Katze geht es nicht so optimal, glaube ich. Warte, wir müssen einfach mal Simstagram-Tier machen. Ich muss das jetzt mal machen. Ich kann das so gar nicht machen. Okay, Spaß ist wieder oben, aber dann darfst du das jetzt mal machen. So, hier ist ein Lunchpaket. Nimm Kuchen mit, das ist echt gut. Für Vegetarier geeignet. Ja, klar. So, und dann brauchst du Spaß. Das heißt, nach dem Essen gehst du einfach mal spielen. Und du brauchst auch ganz dringend Spaß. Du kannst aber zum Essen jetzt den Kinderkanal schauen. Oh, der ist richtig sauer, ey, der Danik. Ich werde den dann gleich in der Aufnahmepause mal umstylen. Wir können ja dieses Kindertablet schon mal verkaufen. So, dann darfst du hier deine weiße Torte auch mitnehmen, dein Stück. Oh. Ich muss weitermachen. Nein. Programmieren über einfach. Es ist jetzt auch egal. Videospiel oder App programmiert. Ups. Okay, es war das Falsche. Egal. So. Ich habe Hunger, aber ich muss jetzt auch erstmal gucken, dass es hier läuft. Essen und Fernseh schauen. Und draußen wird erstmal aktiv gespielt. Spielen. Die ist runtergefallen. Macht sie echt schön, ne? Oh, er wünscht mir alles Gute zum Geburtstag, das ist schön. Okay. Du gehst jetzt auch mal bitte zur Schule. Ja, du kannst hier jetzt erstmal noch einen Moment, damit das hier hochgeht, dein Spaß. So, fleißig lernen. Ah, ja, ist zur Schule. Der muss mal Sport treiben, der Junge. Der ist jetzt schon dick. Irgendwie haben meine Kinder die Angewohnheit, dick zu sein. Aber hey, wir werden das ändern. Sag mal, diese Katze, ne? Die ist ein bisschen unnormal. So, fleißig lernen. Danik soll ja auch ziemlich toll werden in der Schule. Wie sieht es denn bei dir aus? Fähigkeit ist fast gestiegen. So, und das ist abgeschlossen. Dann kann ich jetzt zur Arbeit gehen, guten Gewissens und fleißig arbeiten. So. Fleißig arbeiten. Dann werde ich jetzt hoffentlich befördert oder nee, oder auch nicht. Heutige Post wurde zugestellt. Jetzt kommt die Rechnung. Oder das Geschenk für Danik könnte auch sein. So, der hat hier schön die Blumen gegossen. Ja, das sieht gut aus hier, ne? Unsere Blumenbeetarmee.
Wir clean hier mal das Dings. Das Dings. Ja, die Haushaltstante hat hier ordentlich was zu tun. Oh, die Katze. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass die hier die ganze Zeit... Ja, ich warte jetzt nochmal kurz, bis die Kinder aus der Schule zurück sind und dann... Dann können wir hier Milch verdorben. Aufräumen und so. So, sie hat alles fertig gemacht, das ist schön. So, wenn die dann erstmal Teenager sind, das ist dann auch ganz praktisch. So, wir werden jetzt aber erstmal... Oh ey, guckt euch mal an, wie garstig die beiden gucken. Sie sieht ein bisschen gebräunt aus und er sieht aus, als ob er krank ist. Aber hey. Naja, auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.